Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Boom Beach und heute gibt es einmal mehr ein bisschen was zu zeigen. Ich hatte ja eine längere Pause mal wieder seit der letzten Folge. Ich glaube, aufgenommen hatte ich am 15.09. zuletzt, also heute vor 2 Wochen. Da war dann dran Sparks Kanalgeschichte und Retro. Und ja, davor die Woche hatte ich Boom Beach und so weiter aufgenommen, die ganzen Mobile Games. Dann hatte ich mir überlegt, naja, letzte Woche war ich halt im Urlaub und eigentlich dachte ich, vielleicht kommst du noch irgendwie am Wochenende dazu, das nachzuholen, aber da hatte ich dann eine Party zum Beispiel von unserem Abi-Jahrgang, da haben wir uns jetzt nämlich nach 5 Jahren mal wieder gesehen und das war eigentlich dann auf jeden Fall ja, interessanter als irgendwie hier so eine Aufnahme, weil ja, das wäre halt noch ein passender Tag gewesen für so eine Aufnahme. Trotzdem kam das natürlich dann nicht in Frage und an den anderen Tagen hatte ich dann auch keine Zeit so wirklich, deswegen habe ich mir eigentlich gleich im Voraus überlegt, okay, lassen wir mal wieder das Ganze ausfallen oder holen das höchstens heute nach, also eine Woche später, dass ich quasi wieder 5 Folgen aufnehme, wie ich es schon mal vor dem anderen Urlaub gemacht hatte im Juli. Da hatte ich auch mal eine Woche ausgesetzt und mir gedacht, ach komm, später mache ich alles zusammen. Und es hat auch ganz gut geklappt damals, da war ich ziemlich zufrieden mit dem ganzen Tag, denn da bin ich gut durchgekommen und viel, viel besser ist das alles organisiert gewesen als sonst, wenn ich mich ja immer hier beschwere und so weiter. Aber am Ende, ja, kriege ich das heute wahrscheinlich doch nicht hin. Ich meine, es ist zwar jetzt noch wesentlich früher als sonst, das ist schon mal gut, aber das Problem wird sein, dass ich dann im Discord sein werde, ab ungefähr einer halben Stunde. Ich muss mich also auch bei allen hier mit aufnehmen, kann nicht so lange machen. Wir werden kaum wieder zum Kämpfen kommen, ich sehe es kommen. Aber, naja, wir kriegen das schon hin. Und die anderen Aufnahmen wären aber schwierig, jetzt hier noch hinten dran zu hängen. Es sei denn, heute Abend klappt es noch, dass ich das dann nachhole, zum Beispiel 23 Uhr rum. Aber dann habe ich wieder mal die Situation, dass ich um diese Zeit aufnehme und mir hängt das langsam zum Hals raus, weißt du? Wenn, dann würde ich es gerne jetzt machen und nicht nachher. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jedes Mal, egal durch was passiert ist, dass ich erst 23.30 Uhr oder so aufnehmen kann und mir geht das gegen den Strich, ich will das nicht mehr. Mit Retro, da bin ich dann immer erst 12:15 nachts fertig, also abends. Und das ist mir alles zu blöde, wisst ihr, weil das immer derselbe Scheißablauf ist, egal wie es dazu kommt. Ich habe das ja schon öfter thematisiert und mich drüber beschwert. Das sehe ich einfach nicht ein heute, ja. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich es entweder ganz ausfallen lasse oder vielleicht mache ich auch morgen nochmal was oder übermorgen. Könnte ich mir auch überlegen, aber eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon. Morgen vielleicht noch eher, aber da kann ich wahrscheinlich nicht wirklich. Ja, höchstens Vormittag, aber nee, da wird's auch nix. Das, glaube ich nicht, denn da muss ich noch schneiden, da hänge ich nämlich zurzeit wieder nach und, deswegen kann ich da morgen früh nicht einplanen. Es würde höchstens funktionieren, dass wir's abends machen, auf irgendeine Weise, aber da weiß ich auch noch nicht, wie das hier abläuft und ob ich Zeit haben werde. Also, es ist schwierig. Echt mit der Planung. Ich komme da irgendwann nicht mehr nach, ne? Es ist nicht leicht. Das kann man so zusammenfassen, definitiv. Und ich hoffe, dass ich da mir jetzt irgendeine Lösung raussuche für demnächst. Ach, hier kann man sogar neue Angebote auswählen. Das ist ja interessant. Für 20 Dinger kriege ich da auch so eine Kiste neu. Na gut, das ist ja sinnlos. Ich brauche dafür nur diese Teile da unten, die kriegt man ja dadurch nicht, also überflüssige Frage mal wieder. Aber ja, ich verbessere erstmal was, würde ich sagen. Dann nehmen wir, ja, ich weiß nicht, war ja gerade schon in dem Menü. Ja, nehmen wir mal den hier. Hauptsache wir geben das aus für was einigermaßen Sinnvolles. Ist ja jetzt nicht Verschwendung oder so. Und dann können wir das auch endlich einlagern. Genau, da haben wir noch ein paar Steine. Kann ich irgendwas verbessern oder so? Ich glaube nicht, doch hier unten Kanone, sogar als einziges fast. Ja, hier sind noch ein paar, aber ich würde sagen, das ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt, dass uns mal wirklich nur die billigen Sachen angezeigt werden. Dann nutze ich die Gelegenheit und ja, fange auch damit an, damit wir später wieder
uns allen anderen Sachen widmen können und wie auch immer. So, Saison 51, die große 50 ist beendet. Ja, stimmt, da kriegt man noch mal Marken. Soll ich die jetzt noch öffnen? Alter, wir sind schon bei 5 Minuten, ne? Ich habe noch nicht gekämpft, ich bin noch zu nichts gekommen, muss man dazu sagen. Das ist echt krass. In 16 Tagen ist schon wieder vorbei. Weißt du, ich kann hier eh immer nur noch eine Season spielen. Das ist total scheiße. Ja. Ach, ich weiß auch nicht, wie wir hier weitermachen. Ich meine, ich könnte ja nächste Woche dann wieder aufnehmen. Theoretisch. Und wenn das jetzt vorher noch klappt mit den anderen Aufnahmen, dann wären wir wieder in dem alten Rhythmus drin. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ja, auf der anderen Seite, wir hatten jetzt eh immer mal so durch die Sommerpause und hin und her ein paar Rhythmusverschiebungen. Deswegen kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an, wenn es eben nochmal so ist. Hauptsache ist, dass es danach wieder ordentlich wird. Also, das wäre jetzt gar nicht mal das schlimmste Problem. Was ich nur langsam als Problem sehe, dass ich nicht mehr so viel vorproduziert habe. Da hätte ich schon noch gerne ein bisschen mehr Puffer. Also, das ist dann noch schon eher so eine Problematik. Aber alles andere eher zweitrangig. Nur ich werde sehen, wie ich mich entscheide. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen und ja, in dem Sinne bin ich raus. Also ja, lasst es euch gut gehen oder so und danke fürs Zusehen. Tschüss.